bin ich also schon zufrieden. Guck mal, die ist Hallo. Die ist klar. Aber das ist Yeti. Das ist das mit den Bullies. Die passen unheimlich auf. Ich habe gehört, die bellen nicht so viel. Ja. Hat du das dann auch mal noch sind erzählt? Keine Pfeffer, sind überhaupt keine. Hier, ja, dann ist ein Pfeffer, ja. Und wenn die bellen, dann kriegt. Also der kleinste hier, das ist jetzt ein Rüde. Und der, nee, Hündin. Nee, Hündin. Und der gestromte ist noch ein Rüde. Ja. Okay. Und der Faune ist. Ist auch eine Hündin. Ja, auch eine Hündin. Oh Gott, ich habe mich in die. Das war jetzt nur erster Blick, das ist ja immer so, ne? Ich sag, so wie mit der Katze oder was? War ja schon wieder dran, sondern ich sag Feierabend. Ich sag, sind ja irgendwann. Boah, irgendwann. Verpflegung, rausgehen, essen. Ich bin da, wenn wir abends da aufholen, muss man mal Kinder holen und den Baumarkt, da wird abends zwischen Tür und Angel geholt. Das ist ganz doof, irgendwann muss ich sein. Ja, aber die sind so, also Katze hier hast du wirklich nicht so, ich habe mich noch nie früher, ich hatte früher als Kind einen Cockerspaniel, das heißt, und eine, hier, Golden Retriever. So. Ja, ja. Und, also ich bin auch mit Hunden, also der Cockerspaniel war ein Jahr älter als ich bin dann geboren, bin ich war quasi ein Jahr alt nur und ich kam dazu. Ja. Und so, ich bin mit Hunden immer aufgewachsen. Also ich habe auch so ein Hundeherz, ne, hier drin. Also Hunde. Das sind die besseren Menschen, waren sie schon immer, werden sie immer bleiben. Und der Kleine will mal saugen. Hier, mit meinem Arm, das gefällt euch. Ja, ne? Klar, das klingt ja auch schön. Also wir sind über den Freund von meiner Schwester auf die Hunderasse gekommen. Mhm. Kommt selbst aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Also eigentlich aus, mache ich das jetzt hier aus? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Stopp.